In diesem Video geht es um das Osteochondrom. Ein Synonym dafür ist die kartilaginäre Exostose. Es ist einer der häufigsten gutartigen Knochentumore, welcher typischerweise an der Metaphyse langer Röhrenknochen angesiedelt ist. Die Größe ist sehr variabel. Er kann gestielt oder breitbasig dem Knochen aufsitzen, wobei der Knochenmarksaum und der Kortex kontinuierlich in die Raumforderung übergehen. Dies ist besser noch hier auf dieser etwas schrägen Aufnahme zu sehen. Man sieht ganz deutlich, dass der Kortex kontinuierlich in diese Läsion übergeht und auch die Spongiosa von dem Markraum hier reinzieht. Das Osteochondrom ist von einer Knorpelkappe überzogen und manchmal sind Verkalkungen am Knorpel-Knochenübergang vorhanden. Diese Knorpelkappe kann man nicht auf der konventionellen Röntgenaufnahme und auch nicht im CT sehen. Im CT sieht man wiederum sehr schön auch den Übergang von Kortex- und Spongiosa-Struktur. Man kann sie aber sehr gut in der MRT entdecken, wo sich der Knorpel typischerweise deutlich signalreich, entweder in der T2 oder auch in der PDW hier fettgesättigt abgrenzen lässt. Der Tumor hört nach Abschluss der Skelettreife auf zu wachsen. In der Regel ist der Tumor asymptomatisch. Nur bei großer Größe oder ungünstiger Lage können Nerven- und Gefäßkompressionen oder Druckerosionen angrenzender Knochen auftreten, wodurch der Tumor symptomatisch wird. Auch im Fall einer Fraktur oder Bursitis der Bursa über der Knorpelkappe können Beschwerden auftreten. Wie bereits erwähnt, kommt es sehr selten, nämlich in unter 1% zu einer malignen Entartung. Ein Zeichen für eine maligne Entartung ist eine Dicke der Knorpelkappe größer als 2 cm sowie Verkalkungen innerhalb der Knorpelkappe. Lediglich bei der familiären Osteochondrose, auch multiple kartilaginäre Exostosenkrankheit genannt, kommt es häufiger, nämlich in etwa 10% der Fälle, zu einer malignen Entartung. Betroffen sind insbesondere Osteochondrome im Schultergürtel und Beckenbereich. Neben der Möglichkeit der Entartung sind weitere differenzialdiagnostische Überlegungen in Betracht zu ziehen, insbesondere wenn auf der Röntgenaufnahme, zum Beispiel projektionsbedingt, kein eindeutiger kontinuierlicher Übergang von Knochenmark und Kortex zwischen dem Knochen und der aufsitzenden Raumforderung aufzumachen ist. In diesem Fall ist zum Beispiel ein peri- oder parostales Osteosarkom oder die Myositis ossificans zu denken. Eine CT-Untersuchung kann in diesem Fall jedoch Klärung schaffen und im Fall eines Osteochondroms eindeutig den kontinuierlichen Übergang von Knochenmark und Kortex zeigen, der bei den anderen Differentialdiagnosen nicht vorliegt. Hier noch einmal das MRT-Bild. In diesem Fall misst die Knorpelkappe 6,5 mm, ist also nicht als Malignitätssuspekt zu werten. Auch hier nochmal axial ausgemessen, kommt man auf einen Wert von ungefähr 5 mm. In der T1 stellt sich der Knorpel dunkel dar, nimmt auch kein Kontrastmittel auf.